Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Fledermaus-fantastischen Folge Batman Arkham Origins. Ich danke wie immer fürs Reinschalten und fürs kräftige Bewerten der so glorreichen letzten Folge. Wir machen hier direkt weiter. Wir sind in einem Funkturm angekommen. Diese Funktürme scheinen eine Störung zu haben und wir sind hier, um diese Störung wohl zu beenden, damit wir mit unserem Batwing durch die Stadt fliegen können. Wie auch immer. So, ab geht's, auf geht's. 3 Tage wach. Oh, oh, oh. Ah, was kann ich hier tun? Ausschalten. Dann tun wir das mal. Okay, das war's mit dem. Ich kann den Turm reparieren. Was immer Sie wollen. Tun Sie mir einfach nicht weh. Ich will nur, dass Sie sich in Sicherheit begeben. Genau, denn wir sind der dunkle Rächer. Mach's gut. Hau rein. Okay, wo geht's denn jetzt hier lang? Wo muss ich hin? Was kann ich tun? Ah. Oh, 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 oh. Oh, das war nicht gut. Ups. Das war jetzt nicht ganz so pralle, oder? Kann das sein? Wie kann ich mir eigentlich Energie wiederholen? Kann mir das mal jemand verraten, bitte? Das wäre eventuell hilfreich. Okay, beknatterter Gegner. Aha, aha, okay. Was gibt's hier so Feines, hä? Nichts. Ich glaube nicht, dass die Störung durch das Unwetter verursacht wurde. Ich sollte das hier als Tatort betrachten. Ich sollte zunächst das Opfer identifizieren. Oh, das ist ja wirklich wie in dem The Batman-Film, der jetzt erst erschienen war. Ist vielleicht, je nachdem, wann ich das Video hochlade, ist es schon ein bisschen länger her. Dass wir doch mehr so ein bisschen detektiv sind in dem Game. Das finde ich ja schon wieder ultra nice. Okay, wen haben wir denn hier? Beweise scannen. Okay, ja, wer bist du? Das Opfer heißt David Shannon, Angestellter von Gotham Optics, hergeschickt, um einen Funkturm zu reparieren. Aber was hat ihn umgebracht? Ich sollte die DNA-Reste an der Wand scannen. Okay. Verbrechen rekonstruieren, Beweise scannen. Na, wahrscheinlich eine Explosion, oder? Jo. Die Analyse des Einschlags zeigt, dass das Opfer durch eine Explosion getötet wurde, deren Ursprung bei dieser Zugangsklappe liegt. Ich sollte sie scannen. Was, die Zugangsklappe? Die Explosion wurde wohl durch die Verwendung einer Schlüsselkarte ausgelöst. Irgendjemand wollte scheinbar nicht, dass der Turm repariert wird, und dieser jemand scheint Fingerabdrücke hinterlassen zu haben. Alfred, ich lade einige Fingerabdrücke zur Analyse hoch. Sag mir, zu wem sie gehören. Gewiss, Sir. Die Datenbank wird durchsucht. Und da wären wir. Sie gehören zu einem gewissen John F. Baker. Ein eher unauffälliger Kleinkrimineller. Nur, das ist seltsam. Was ist seltsam? Mr. Baker ist tot, Sir. Sein Leichnam wurde vor nicht einmal einer Stunde im Diamond District gefunden. Sieht aus, als würde jemand Spuren verwischen. Ich kann die Fallen mit meinem kryptografischen Sequenzer umgehen. Aber dazu brauche ich den Verschlüsselungscode von der Schlüsselkarte des Opfers. Ich sollte den Tatort untersuchen. Okay, wo kann ich hier eine Schlüsselkarte finden? Vielleicht in der Toilette? Nö. Tatort untersuchen. Das ist der Tatort, oder? Abgeschlossen. Aber wo finde ich die Schlüsselkarte? Ah, vielleicht hier. Da ist eine Schlüsselkarte, oder? Das sieht nach einer Schlüsselkarte aus. Öffnen. Einmal bitte. Ja, einmal bitte hier vor der Wand ziehen. Ich finde es immer erstaunlich, dass man so eine Lüftungsschacht-Dinger hier einfach so abziehen kann. Und dass da immer keinerlei Spuren dann... Beweisscanner? Da ist es. Geortet. Beweisscan.
Okay. Auf dieser Karte sind die Codes, die ich brauche, um die Zugangsklappen zum Funkturm zu hacken. Das ist schon mal gut zu wissen. Was muss ich jetzt nehmen? Aber wie kann ich das denn ausrüsten? Ach so, okay. Gerät hacken. Was ist denn das? Halten. Was muss ich denn hier tun? Ah, okay. Unglücklich. Was zum Henker? Wie funktioniert das denn? Schaltet 10% der Datenbank frei. Okay, Tür öffnen. Ja, also das ist alles schon, man hat hier sehr, sehr viele Gadgets und das ist alles schon ein bisschen komplizierter. Also man muss sich da dran gewöhnen. Alfred, nimm Kontakt mit der Polizei auf. Informiere sie über den Toten und schick die Daten meiner Analyse. Natürlich, Sir. Bedeutet das, Sie haben den Ursprung der Störung entdeckt? Ich denke schon. Das wird wahrscheinlich kein kurzes Spiel. Aber jetzt erstmal die Tür auf hier. So, meine Damen... schon wieder. Und nicht schon wieder. So, was haben wir hier? Sieh an. Oh. Der König der Raufbolde persönlich. Ah, der Riddler. Wie viele Wände hast du auf dem Weg hierher zertrümmert? Wie viele Köpfe eingeschlagen? Immer das Gleiche mit euch Typen. Ich hoffe, du hast nicht vor, meinen Turm anzufassen. Ha, das ist dem letzten Typen auch nicht so gut bekommen. Wer spricht da? Aber das würde doch alles verraten. Meine Informationen sind nie kostenlos. Ich bin wie ein Mysterium. Eins, das du nie lösen wirst. Enigma also. Du hältst dich wohl für sehr clever. Aber wer ist jetzt clever? Ich habe in der ganzen Stadt solche Türme übernommen. Solange sie aktiv sind, ist dein Batwing nutzlos. Und das wird wohl auch so bleiben. Ich meine, dieser hier fleht dich geradezu an, abgeschaltet zu werden. Und du schaffst es einfach nicht. Wie überaus witzlos. Das ist Edward Nigma, auch genannt der Riddler. Okay, Flugmodus wahrscheinlich, oder? Flugverbot. Ja, Flugver... Warum nimmt der denn nicht... Da haben wir's. Okay. Sehr, sehr gut. Black Mask wird das nicht gefallen. Wovon redest du da? Das wüsstest du wohl gerne. Der Störsender ist offline. Jetzt kann ich mit dem Batwing herfliegen. Diese Relais sind Teil eines dezentralen Sicherheitssystems, was sie wohl beschützen. Da muss Enigma sein Lager aufgeschlagen haben. Ich sollte mal vorbeischauen. Ach du Scheiße. Das ist ja... Muss ich zu diesen ganzen kleinen... Was ist denn das jetzt alles? Bowery? Ach du heilige Schande. Okay. Okay. Wie ich sehe, haben Sie die Kontrolle über den Batwing wiederhergestellt. Geht's dann als nächstes zum Jezebel Plaza? Das ist der Plan. Andererseits habe ich auch eine Spur zu Enigma. Machen Sie sich keine Gedanken, Sir. Am Ende werden Sie ja sowieso wieder beides erledigen. Missionsziel abgeschlossen. Deaktiviere das Störsignal. Und die Tür kann ich öffnen. Alles klar. Das heißt, Missionsziel abgeschlossen. Ich habe dieses erste Störsignal damit erledigt. Und muss wahrscheinlich jetzt, ja, die Mission des Enigmas bzw. des Riddlers. Oh, das Bettsymbol da oben ist ja ultra geil. Wenn ich den Jezebel Plaza erreiche, nachdem der Waffendeal abgeschlossen ist, werde ich den Pinguin nie finden. Laufe und gleite über einen Vorsprung. Okay, wartet mal. Das ist Batwing-Abwurfstelle. Und da kann ich mich jetzt einfach immer hin. Okay, Freunde, hier bin ich. Ich brauch mal ein bisschen ein Training mit euch so hier, ja? Und ich verprügle gerne Gangster wie euch. Denn ihr riecht muffig. Und ich hasse muffige Typen. Nein, aua.
Das ist nicht fair, meine Freunde. 3 gegen 1. Was erlaubt ihr euch eigentlich? Hä? Was erlaubt ihr euch eigentlich? Okay, so. Da ist unsere Mission. Verstehe ich das richtig? Ach du Scheiße, wie viele Nebenquests es hier geben wird und alles. Ohohoho. Freunde, das wird witzig. Das sind hier diese Netzwerkrelais. Zerstöre alle Relais, um auf dem Server des Enigmas Hauptquartier zuzugreifen. Okay. Und wo ist jetzt unsere Mission? Verhöre den Waffenhändler des Pinguins. Okay. Aber hier kann ich mich noch nicht hinfliegen, oder? Hier, das ist meine Bett... Was ist das denn eigentlich? Die Betthöhle, okay. Aber hier kann ich mich nicht hinfliegen lassen, weil ich den Turm erst reaktivieren muss. Okay. Okay. Das heißt, ich muss erstmal diese ganzen Relais-Punkte hier zerstören, oder was? Verstehe ich das richtig? Wo finde ich diese Relais-Punkte denn? Kann man das jemand... Sind das diese Relais-Antennen dort? Alter, ist das wirklich eine Open World? Nee, hä? Das ist auch nicht der Relais-Punkt. Wo ist ein Relais-Punkt? Hier oben irgendwo. Oh. Da wollte ich gar nicht hin. Alle Einheiten, wenn sie 10-10 sind, melden Sie sich bitte. Da hoch muss ich, oder? Hier ist die Hölle los. Alle Einheiten, die nicht im Einsatz sind, sofort melden. Vielleicht auch nicht. Ah. Da muss ich wahrscheinlich hin. Mögliche Einsätze kommen gerade rein. Diesen Kanal offen halten. Oh nein. Da wollte ich hin. So. Das ist es aber auch nicht. Der hat mich gerade gar nicht gesehen. Einfach mal draufkloppen. Alter, was macht er denn für einen riesen Angriffsfight? Wow. Jetzt gibt's eine Drachtprügel, Freunde. Aua. Nee, 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 mein Freund. Hier, hau ab. Noch einen ordentlichen Hieb. Du auch hier. Na, Kortenjahr Kinnhaken. Noch ein... War's das? Alter, Fighter, ihr haltet aber auch wirklich gar nichts aus. So. Okay, die habe ich. Verbrechen im Gange, 146 Meter. Zerstöre alle Relais, um auf den Server... Ja, da würde ich gerne hin. Ach so, ich kann auch Wegmarken setzen. Okay. Wo sehe ich denn diese Wegmarken? Dort oder was? Okay. Stand ich etwa beim Relais? Muss ich vielleicht runter? Sind das die Relais hier? Nee. Anscheinend irgendwo hier ist ein Relais. Wahrscheinlich direkt hier bei mir. Ich stehe eigentlich schon wieder drauf, aber ich sehe es einfach nicht. Ich sehe hier kein Relais. Oh. Das war jetzt aber knapp. Ja, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich werde mich jetzt hier mal ein bisschen umschauen. Ich werde mir das mal angucken, ob ich diese Relais etc. finde. Und dann gebe ich euch in der nächsten Folge Bescheid. Eventuell habe ich auch schon die ein oder andere Nebenquest dann gemacht, um einfach ein paar Punkte und so zu sammeln. Denn ich würde sagen, im LP verfolgen wir ganz strikt die Hauptmission. Beziehungsweise gucken uns immer mal so ein paar Enigma-Herausforderungen an. Aber so die Nebensachen, auch so diese Polizeirung-Funksprüche und so, das gucken wir uns dann alles mal offscreen an, würde ich sagen. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Vielen Dank fürs Reinsehen. Wie immer den Daumen in der nördlichsten Richtung dalassen. Kommentarsektion mit euren schönen Worten voll Spam. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen und auf Instagram mal vorbeischauen. Bleibt alle schön gesund, bis zur nächsten Folge und Tschüssikowski, ciao, ciao.